Freunde, nächste Reaction, weiter geht's. Es ist wieder soweit. Freunde, das hatten wir schon lange nicht mehr. Heute ist und zwar ist es wieder Umschreiben. Von unsympathisch mit Knossi und Pietro, den beiden Meistern des Umschreibens. Ja, wir bleiben unten links. Auf geht's. Endlich wieder soweit. Nach Ewigkeiten kommt endlich wieder das Duell der Giganten. Heute mit. Ich bin natürlich für den König. König Knossi. Ich gehe auf Pietros Seite. Ich sag, König Knossi gewinnt. Der König. Ja, die beiden. Also, die beiden haben sich auch gefunden, oder? Wäre klasse. Pietro. Ah, connected ja, jetzt. Ja, wir haben gewartet. Wir sind wieder da. Sascha, wie geht's dir? Ja. Ich hab dich vermisst, Sascha. Heute drehen wir Umschreiben. Ich bin hinter der Kamera. Ich habe die Begriffe. Umschreiben geht folgendermaßen, für alle, die es vergessen haben. Bundesligaspiel. 15:30 Uhr. Fußball. Samstag. Und ihr müsst genau das Wort sagen, welches ich aufgeschrieben habe. Okay. Seid ihr bereit? Kannst du bitte gehen? Let's go! Hey, red nicht mit mir. Sascha! Beim Autofahren passiert. Denkrad! Unfall! Beim Autofahren passiert es manchmal, dass man eigentlich. Airbag! Notbremse! Dass man eigentlich sieht. Man sieht eigentlich. Rückspiegel! Toter Winkel! Toter Winkel! Ja! Alter! Ja! Du bist es einfach. Winkel, Winkel, Winkel. Das tut echt weh. Jetzt hab ich seine Beschreibung nicht verstanden. Moment. Winkel wegen dem Winkel, der tot ist. Jo, alles klar, auf geht's. Ja moin, was los? Team Knossi. Entwickelt habe ich mich in der Zeit, wo jetzt eine kleine Pause war. Ich habe ein paar Bücher gelesen, vor allem auch Autobücher. Bücher sind immer gut. Der nächste Begriff ist einfach. Das haben Frauen. Tanga. Brust. Brust. Füße. Zehennägel. Fingernägel. Haare. Hände. Haare. Puppe. Das haben Frauen. Das haben Männer auch im Gesicht. Achso. Auge, Nase, Mund, ja! Ich fahr Fahrrad, warte. Ich sag euch, wenn ich angekommen bin. Es kann nicht sein. Wenn man richtig Scheiße gebaut hat. Anzeige! Braucht man den Typ? Anwalt! Anwalt! Ja. Pedro, Alter! Was ist mit Knossi los, Alter? Knossi! 3-0 belegst du hinten jetzt. Ja, du verlässt dich immer auf den Falschen. Streng die an. Team Pedro, ja. Belassen. Ich bin einfach hyperintelligent, Alter. Das kann nicht sein. Das hat man im Geldbeutel und da kann man. Scheine! Münzkarten! Münzkarten! Kleingeld! Kreditkarte! Ausweis! 500er! 100er! 50er! 20er! Ich sag nur 500er! Oh, egal! Ich denk nur an die großen Scheine. Das ist eine Aktivität, die macht man unter anderem, aber selten bei Kindergeburtstagen. Clown! Clown! Sackhüpfen! Nein! Ja, weil ich ein Kind hab! Ich denk falsch. Wo denk ich denn? Was denk ich denn? Weil er ein Kind hat. Hey Deutschland, ihr werdet Zeuge, wie der kleine Jens hier Kurzgeschichte schreibt. Mein Motto, es kommt aus dem Bauch wie Kacke. Das nächste ist eine Einnahmequelle. Bitcoins! Aber ohne Arbeit. Immobilien! Ohne Arbeiten. Betteln! Spenden! Hartz IV! Wenn du keine Arbeit hast. Hartz IV! Da ist der Punkt! Hallo Knossi, liebe Grüße von Karin aus Köthen. Ich kann mich dafür bewerben, aber... Arbeitsstelle! Aber Ausbildung! Promi Big Brother! Wenn ich während der Schule bin, muss ich das machen, oder... Praktikum! Es ist Praktikum! Ja. Ich hab alle Praktiken immer abgebrochen. Das nächste ist eine mathematische Formel. Multiplizieren, addieren, subtrahieren! A Quadrat plus B Quadrat gleich... Satz des Pythagoras! Satz des Pythagoras! Doch! Ja! Mathe 5! Heute erkläre ich euch, wie es funktioniert. Das Ganze wird sehr bald Jens wieder fahren. Was? Weil Jens schon ein bisschen älter Auto. Ist. Was passiert, wenn man... So wie Marvin. Bei Rollstuhl. Schönheits-OP. Rollstuhl. Man hat Moral. Falten. Warum hat man Moral? Warum man Moral hat? Das passiert bei Männern, die ein bisschen älter werden. Das ist ein ganz gängiger Begriff. Midlife-Crisis. Ich will es nicht sagen. Es ist ein gängiger Begriff bei Männern, die älter werden. Schlaganfall. Begriff, in solchen Gesetz ist es mitten im Leben passiert ist bei Männern. Wenn ich so 50 sind, sagt man, passiert es. Midlife-Crisis, ja. Die Menstruation, die werden impotent. Es ist eine Krise. Midlife-Crisis. Oh mein Gott. Ja, fassen wir mal eben zusammen, was Knossi alles bekommt. Schönheits-OP! Also, die werden impotent! Schlaganfall! Auto! Menstruation! Wechseljahre bei Frau! Die Ding! Alles klar! Der letzte Begriff, seid ihr bereit? Oh, der letzte. Ja. Das steht gerne im Garten rum. Gartenzwerg! Elia, es ist der verdammte kleine Gartenzwerg! Manchmal Pedro! Aber knapp! Ja, aber knapp! Am Ende kackt die Ente! Ja, ja. Raus! Falls es wieder passt, könnt ihr sehr gerne nochmal. Stark! Bitte! Simon! Ich bin da!
aber Simon. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr meinen Kanal nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfrei Ehrenbruder Basis einen Abonnement da lassen. Checkt auf jeden Fall die Jungs ab, ich hab die unten verlinkt und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn's wieder heißt. Alter, Freunde, die Folge war ja viel zu wild, Alter. Haut den Daumen nach oben, Freunde, schaut bei uns im Partner schon mal.